Das war die heutige Radtour von Karlsruhe-Durlach, Wössingen, Schloss Maulbronn, Vaihingen an der Enz, Mühlhausen, Mühlacker, Pforzheim und am Enztalradweg zurück über dann die Pfinz entlang zurück nach Karlsruhe-Durlach. Ich lade diese Tour wieder hoch auf Komoot, da könnt ihr auch diese eingeblendeten kleinen Bilder in groß sehen. Ich mache das hier an der Grillhütte Steig, das ist zwischen Knittlingen und Maulbronn. Und so sieht mein Rad aus, was jetzt voll gepackt ist, noch nicht so ganz optimiert. Jetzt gibt's zu Hause gekochten Borscht, einfach nochmal aufgewärmt, und ich genieße die Mittagsruhe, Mittagspause hier. Ja, wollte ich einfach euch nochmal mitnehmen. Ansonsten werde ich heute nicht viel filmen. Außer Prost. Da komme ich gerade her, da unten, und da oben muss ich hoch. Noch. Deswegen tue ich auch jetzt größtenteils schieben. Ein absoluter Landschaftswechsel. Ich habe Schloss Maulbronn hinter mir und bin auf dem Weg nach Vaihingen an der Enz. Komme ich mit richtig viel Schwung hier hoch, und da muss ich auch an Reinhard Dornbusch denken irgendwie. Jetzt ein kleines Tanzzäpfel wäre nicht schlecht. Nee, aber grüß dich Rainer, falls du hier reinschaust. Ich fahre hier so gemütlich, da geht mein Herz auf. Ich höre da eine Schafherde, da mache ich mal ganz kurz einen Abstecher. Und da geht eine Reihe hoch. Das ist ein Blöken. Da muss ich doch wenigstens mal kurz verschnaufen und mir das anschauen. Ach, ist das eine Pracht. Aber ich muss weiter. Ich würde jetzt so gerne ein Schwätzchen mit dem Schäfer halten. Jetzt haben sich die Schafe beruhigt. Ich habe doch gedacht, da stimmt was nicht. So, aber ich kann schon ein erstes Fazit ziehen. Ich brauche definitiv Gamaschen. Denn die Spritzer, bleiben auf den Schuhen, und wenn es richtig mal regnet, dann werden meine Füße ganz schnell nass werden. Ja, so ein kleines Zwischenfazit. Ich genieße die Tour richtig, es macht wirklich Spaß. Ich komme jetzt gerade durch Roßwaag durch. Einfach malerisch. Das ist Teil der deutschen Fachwerkstraße. Echt hübsch. Ich bin hier an der Weidach oder Weidbachhütte, und jetzt ist erstmal eine Stärkung fällig. Jetzt bleiben noch um die 45 Kilometer nach Hause. Ich bin jetzt hier die alte Steige in Mühlhausen hochgekrochen. Das geht echt nur mit Schieben, da war gar nichts mehr machbar.
ein bisschen verschnaufen und die Aussicht genießen hier in den Weinbergen. Ich denke, das wird jetzt schon relativ dunkel, so dass ich also auch schon aufhöre zu filmen. Ich bin nämlich jetzt kurz vor Pforzheim, fahre jetzt den Enztal-Radweg. Also hier sind wir gerade in Niefern-Öschelbronn. In Pforzheim, Enz, stromaufwärts. So, guten Abend, sage ich mal. Es ist doch recht dunkel zum Filmen und von daher also verabschiede ich mich jetzt. Ich bin in Pforzheim und ja, während ich immer guten Abend sage, sagen die Leute alle hier Grüß Gott und tschüss. Geschafft. Es sind noch 5 Kilometer. Insgesamt habe ich 1400 Höhenmeter gehabt und 1500 dann runter. Reine Fahrzeit waren 7,5 Stunden mit einem Schnitt während der Fahrzeit 13,5 Kilometer.